Geschwister, herzlich willkommen zur ersten Predigt in 2024. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, seid gut reingekommen ins neue Jahr. Das sind ja so die Floskeln, die man ganz viel hört rund um den Jahreswechsel. Und eigentlich weiß man aber auch, dass jetzt außer der Uhrzeit und dem Datum ändert sich nicht so viel an Silvester abends. Und trotzdem bilden diese Wünsche etwas von unserer Neujahrskultur ab. Etwas, was wir für uns und andere auf dem Herzen tragen, nämlich ein frohes Neues zu haben. Ein Jahr 2024, was irgendwie passt, wo man in der Rückschau sagen kann, es ist ein gutes Jahr gewesen. Und das ist ein guter Wunsch. Ich glaube, dass der sogar zutiefst menschlich ist. Es gibt ein Lied von Ich und Ich, das heißt, so soll es bleiben. Und da geht es darum, dass alles passt. Und das ist eine Offenbarung der Seele, die, glaube ich, sehr, sehr menschlich ist. Und ich lese euch eine Strophe daraus vor und den Refrain. Der geht so. Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach 100%. Wann ist es endlich richtig? Wann macht es einen Sinn? Ich werde es erst wissen, wenn ich angekommen bin. Ich will sagen, so soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefangen nimmt. Ich glaube, dass das ein Wunsch ist, den so grundsätzlich irgendwie jeder Mensch in sich trägt. Und gleichzeitig mischt sich damit aber auch ein rationaler Realismus, oder? Dass selbst wenn ich einen solchen Moment finden würde, dann müsste ich mir die Augen verschließen und die Ohren vor dem ganzen Elend dieser Welt, denn sonst wäre mein Moment doch schon sofort ruiniert, oder? Eine Stunde westlich von uns, der Kölner, der ist ein bisschen realistischer. Vielleicht kennt ihr das Kölsche Grundgesetz, Paragraph 1 bis 3. Es ist, wie es ist, es kütt, wie es kütt und hätt noch immer jott je jange. Ich bin gespannt, wie der Micha das übersetzt. Und damit erkennt man an, dass es eine Menge Dinge gibt, die sich unserem Einfluss entziehen. Und das bringt aber auch eine gewisse Resignation zum Ausdruck. Nämlich, man muss das Leben eben nehmen, wie es kommt, ne? Das Beste draus machen. Und trotzdem bleibt da diese Sehnsucht nach dem perfekten Moment. Und ich glaube, dass das, was der Mensch sucht, die vielleicht treffendere Bezeichnung an der Stelle ist, der innere Frieden. Ein Ruhen und Verharren, in dem man einfach sagen kann, dass es der eigenen Seele einfach richtig gut geht. Und das ist das Thema dieser Predigt. Ich möchte gerne über den inneren Frieden sprechen und über einen Aspekt, der diesen Frieden stören kann. Und das ist Schuld. Dabei sei ausdrücklich darauf hingewiesen, es gibt mehrere Aspekte, die den inneren Frieden stören können. Aber ich rede heute nur über diesen einen. Und das ist Schuld. Und so heißt der Titel dieser Predigt, wenn er denn erscheint. Wenn deine Sünde dir den Frieden nimmt, oder man könnte auch subjektiver formulieren, wenn deine Schuld dir vor Augen steht. Und Schuld, vergangene oder gegenwärtige, das kann eine ganz furchtbare Qual sein, eine Last, Erinnerung an Momente oder Personen, an denen wir schuldig geworden sind. Die können uns den Schlaf rauben, eine Last, die den inneren Frieden nimmt. Und ich glaube, dass Menschen das erleben, dass jeder Mensch das erlebt, unterschiedlich intensiv, aber das ist auch Anlass dieser Predigt heute Morgen hier. Und so werden wir folgende Punkte betrachten. Den ersten haben wir gerade schon geguckt. Es gibt diesen Wunsch nach innerem Frieden. Dann werden wir uns anschauen, was ist Schuld und was sind berechtigte Schuldgefühle. Wir werden dann im dritten Teil dazu kommen, wie Gott über unsere Situation denkt. Und im vierten Teil sehen, wie eine Seele oder ein Mensch Frieden finden kann. Und wenn ein Mensch Frieden gefunden hat, inneren Frieden über seine Schuld, dann stellen wir fest, dass dieser Friede gestört werden kann, nämlich dass er von innen und von außen gestört werden kann. Wir werden zuerst die Störung von außen betrachten und dann, wie der Friede von innen gestört werden kann. Und der letzte Punkt, der ist mir wichtig, da geht es um Selbstverdammnis. Und ich glaube, dass das auch in unserer Mitte ein Thema ist. Mit drei Personen vorab gesprochen und mit mir selber. Und alle haben gesagt, ja, damit habe ich zu tun. Genau, und so kommen wir als allererstes zu diesem ersten Punkt oder diesem zweiten Punkt nach der Einleitung. Was ist Schuld und was sind berechtigte Schuldgefühle? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und
dein Inneres ist belastet mit Schuld. Vielleicht bist du unruhig, vielleicht hast du letzte Nacht schlecht geschlafen, weil dir Dinge vor Augen stehen. Dann hoffe ich, dass diese Predigt dir eine Hilfe sein kann. Schuld, die scheint ja physikalisch erstmal nicht real. Also man kann sie nicht anfassen, aber sie ist spürbar. Wenn man in einen Raum kommt, in dem Leute gestritten haben, dann spürt man das, oder? Man kann wie gegen eine Wand laufen und merkt, der Haussegen, der hängt schief. Und alle Menschen kennen Schuldgefühle und das schlechte Gewissen. Die Woche kam ein ungenanntes meiner Kinder die Treppe abends runter und war am Weinen. Und ich fragte, was denn los? Und dann sagte die betreffende Person, wir hatten ja eine Ins-Bett-Geh-Zeit vereinbart, 20:30, und das Buch war so spannend, bis 9 Uhr gelesen, und da klopfte das schlechte Gewissen an. Und die Schuld, die war da. Und ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ich mich noch erinnern kann, wie mein Papa mich erwischt hat, wie ich abends im Bett länger gelesen habe. Und ich kann mich auch noch an meine Schuldgefühle erinnern, wegen dem Ungehorsam der Eltern, den Eltern gegenüber. Ja, und irgendwie muss man damit umgehen, mit Schuldgefühlen. Und wenn das Gewissen den Menschen anklagt, wenn es uns anklagt, dann gibt es verschiedene Taktiken, damit umzugehen. Eine Möglichkeit ist Ablenkung, dass man sich in irgendetwas verliert, in Geschäftigkeit, dass man vielleicht immer irgendwas auf den Ohren hat, dass man nicht zur Ruhe kommt und sich diesen Gefühlen stellen muss. Wie Leute ihr Leben füllen, das mag unterschiedlich sein, aber ich glaube, dass es eine Möglichkeit ist. Eine zweite Möglichkeit, wie der Mensch heute damit umgeht, ist, das Gewissen oder die Schuldgefühle als irrelevant zu deklarieren. Und diese Denkweise, die ruht auf dem modernen Atheismus, der den Menschen auf die Physik reduziert und alles göttlich-geistliche in ihm leugnet. Denn wenn das so ist, dann gäbe es keine Autorität außer uns und dann entscheiden wir selber über richtig und falsch. Und wenn es keine Verantwortung gibt, dann gibt es auch keine Schuld und dann kann man sagen, dass die Schuldgefühle unberechtigt wären. Auf die Frage, ob Auschwitz grundsätzlich böse gewesen ist, würde der moderne Atheist, und so haben Leute meines Wissens auch geantwortet, sagen, dass es in ihren Augen böse war, aber nicht grundsätzlich, weil es ja keinen grundsätzlichen Maßstab gäbe für Gut und Böse. Aber wenn wir das hören, dann wehrt sich unser Inneres ganz, ganz dolle dagegen und das zu Recht. Unsere Intuition, unser Gewissen sagt uns, das ist verkehrt, das ist sogar böse, eine solche Aussage zu treffen, weil Gott uns als moralische Wesen geschaffen hat, die in der Lage sind, zu unterscheiden zwischen Gut und zwischen Böse, dass wir die Urteilskraft besitzen, Dinge einzuordnen in diese Kategorien Gut und Böse. Man mag sie anders nennen, aber so in etwa. Wir haben das Gewissen und der Römerbrief sagt uns, dass es uns verklagen kann, aber dass es uns auch entschuldigen kann. Und weil wir das Gewissen haben, können wir auch sagen, Auschwitz war böse, 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 ohne jede Frage. Und das Drama ist, dass der Mensch weiß, was gut und böse ist, aber dass er das Böse tut. Und wir werden gleich sehen, dass er das willentlich tut. Und der Römerbrief spricht davon, dass der Mensch etwas getauscht hat. Und ich werde gleich diese Stelle mit euch betrachten und gerade ganz kurz den Zusammenhang erläutern. Der Apostel Paulus, nachdem er seine Grußworte an die Gemeinde in Rom gerichtet hat, sagt er, dass Gottes Zorn über diese Erde hereinbrechen wird. Weil Gott auch moralisch denkt in Gut und Böse und weil er gerecht ist, wird er das Böse strafen. Und dann ist der weitere Zusammenhang, dass der Mensch um die Existenz Gottes weiß. Also die Bibel beantwortet gar nicht so direkt die Frage, gibt es Gott wirklich, sondern setzt voraus, dass jeder Mensch das eigentlich weiß, dass es einen Gott gibt. Und auch in unserer Zeit, die ja nicht mehr sehr religiös geprägt ist, fragen Leute immer noch nach Gott. Ich glaube, weil es in sie hineingelegt ist. Und dann sagt er weiter, dass der Mensch sich aber entschieden hat, Gott den Dank und die Anbetung entgegenzubringen, die Gott eigentlich verdient. Dass der Mensch Gott ja beiseite geschoben hat und dass er dann in einen verfinsterten Wahn verfällt. Und wenn wir jetzt in das erste Kapitel des Römerbriefes gehen, du siehst die Stelle auch hier vorne, Römer 1, Vers 21. Schlag das gerne mit mir auf, ich lese aus der Schlachterübersetzung. Dann habe ich euch hier vorne ein paar Worte markiert.
also 6 insgesamt. Einmal ist da die Rede von vertauscht und das andere Mal von dahingegeben. Das Rote ist das, was der Mensch getan hat. Das Blaue, das Dahingeben, ist das, was Gott tut. Und das Dahingeben bedeutet an dieser Stelle eigentlich so viel, dass der Mensch sich selbst überlassen ist. Also in der Tatsache, dass er Gott austauscht, wird er sich selber überlassen und erntet das, was in ihm ist. Und wenn du die Elberfelder Bibel liest, dann heißt vertauscht, glaube ich, verwechselt. Und in der 2003er sind die Worte gemixt, also einmal vertauscht und zweimal verwechselt. Und jetzt lese ich vor. Also, da sie sich für weise hielten, die Menschen, die Gott beiseite geschoben hatten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes, jetzt kommt's, vertauscht mit einem Bild, das dem Vergänglichen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also, was der Mensch gemacht hat, ist, dass er Gott ausgetauscht hat gegen hier ist von einem Götzenbild die Rede, wobei ich glaube, die Frage ist gar nicht so sehr, ist es ein Götzenbild, sondern es hat eine Erhöhung entweder des Menschen oder der Natur stattgefunden, mindestens auf Augenhöhe mit Gott oder sogar darüber. Und in der Folge heißt es, dass Gott den Menschen dahin gibt, nämlich darum hat sie Gott auch dahin gegeben in die Begierden ihrer Herzen zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Das ist das, was der Mensch tut, wenn er das Licht des Lebens beiseite rückt, nämlich dass er Unreinheit und Unehre endet. Und dann heißt es weiter: Sie, der nächste Tausch, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat Gott sie auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften. Das heißt, der Mensch, der Gottes Wahrheit und auch Gottes Wahrheiten und Regeln für dieses Lieben beiseite tauscht, der entfernt die Leitplanken aus seinem Leben und er entgleitet in das, was in ihm selber ist, nämlich in entehrende Leidenschaften. Und ohne Gottes Grenzen regiert in dem Menschen und in dem, was er lebt, einfach nur die Zügellosigkeit. Und dann geht es um einen weiteren Tausch. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihre Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott sie auch dahingegeben. Da ist es wieder in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Dann kommt eine Liste, auf die ich gleich noch vorlese. Also Paulus nennt hier als Kennzeichen für das Dahingegebensein zuerst eine unreine Sexualität. Und ich glaube, dass er das tut, weil das wahrscheinlich einfach das offensichtlichste Beispiel der Gottesferne ist. Aber er verbleibt nicht dabei. Das ist nicht das einzige oder schlimmste Kennzeichen des Dahingegebenseins, sondern jetzt kommt eine lange, unangenehme Liste. Also der Mensch ist dahingegeben in unwürdige Gesinnung. Und Vers 29, das habe ich hier vorne nicht mehr. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, von Unzucht, also die Leitplanken der Ehe entfernt, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler oder Angeber, erfinderisch im Bösen, kreativ kriminell, kreativ böse, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Und obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, jetzt kommt das Schlimme, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Also der Mensch, du und ich, wir haben, und das ist das Schlimme, wissentlich das Böse getan und in unserem Hochmut Gott weggetauscht und in der Verirrung unserer eigenen Herzen gehandelt, weil uns der externe Maßstab fehlt. C.S. Lewis hat mal gesagt, eine krumme Linie kann man nur krumm nennen, wenn man ein Lineal hat, wenn man einen Maßstab außerhalb hat. Und weil seit Adam in unseren Herzen nichts Gutes wohnt, ist das Ergebnis einfach ein Böses dort, wo Gott weggetauscht worden ist. Und jetzt lese ich noch den Anfang von Kapitel 2, wo es heißt: Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist.
Und ich denke, dass auch uns das mit einschließt. Wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, welche so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du richtest, welche so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Wenn das Predigtthema dich heute Morgen anspricht, also wenn deine Schuld dir vor Augen steht, dann hast du wahrscheinlich ein feines Gewissen, wo der Heilige Geist schon dran gearbeitet hat. Und mir ist aber wichtig, dass wir nicht in so einen Relativismus verfallen, dass wir sagen, die Bösen da draußen und wir sind die Guten oder die vielleicht nicht ganz so Schlechten, denn gerade davor möchte uns der Bibeltext ja warnen, indem er sagt, du bist nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn du verübst ja dasselbe. Jetzt wollen wir hier auch nicht alles in einen Topf werfen, die Ungläubigen und die Gläubigen und alle Sünden noch mit rein. Aber ganz grundsätzlich gilt, dass wenn ich jetzt gleich ein paar Dinge beim Namen nenne, dann verklage ich mich selber, denn ich kann mich nicht vollständig frei davon sprechen. Wir leben in einer gottlosen Gesellschaft. Wir haben gerade eben gelesen, wir haben die Moral pulverisiert und das Bild von Familie geschreddert, das Töten des ungeborenen Lebens irgendwie hingenommen und eine Industrie aufgebaut, die eine Menge sündiger Bilder auf Bildschirme produziert, angefangen bei Rosamunde Pilcher. Aber während ich das anklage, kann ich mich selber nicht davon freisprechen, auch unreine Gedanken zu denken. Mein Herz bringt nicht nur gute, reine, ehrbare und wohllautende Dinge hervor. Jetzt neulich habe ich in einem meiner Kinder den Neid entlarvt. Und Neid in jemandem zu entlarven, bedeutet selber zu wissen, was es bedeutet, neidisch zu sein. Ja, und so hat man, sieht man den Splitter im Auge des anderen, aber hat selber auch seinen Balken im eigenen Auge, den man mit sich rumträgt. Ja, und deswegen sind wir nicht zu entschuldigen. Wir wissen, dass das gerechte Urteil Gottes oder dass sein Gericht in Wahrheit über die ergeht, wie es hier heißt, welche so etwas verüben. Und der Bibeltext sagt uns auch, dass in Vers 32, dass wir das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben. Und später formuliert Paulus nochmal ganz eindeutig, indem er sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und er spricht von einer ewigen Verdammnis in die Gottesferne. Und unsere Sünde, die produziert Schuld, Schuld vor Gott, und das macht Schuldgefühle. Und Schuldgefühle nehmen uns den Frieden. Und Schuldgefühle können gigantisch groß sein und uns den Schlaf und die Freude rauben. Und auch die Schuld, die wir Menschen gegenüber empfinden, ist eigentlich eine Schuld gegenüber Gott, denn wir haben seine Regeln für das Zusammenleben missachtet, nämlich die Liebe. Und ja, mein Wunsch für dich heute, falls du hier sitzen solltest und sagst, Schuldgefühle, das ist etwas, womit ich in meinem Leben zu tun habe, dass du weiter zuhörst. Und wir wollen jetzt betrachten, wie Gott über unsere Situation denkt. Dazu kommen wir zu einem weiteren Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, den du auch hier vorne findest und den ich jetzt einmal vorlese. Lukas 1, Vers 76 bis 79. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, um der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Diese Worte stammen von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist der Vorläufer und Wegbereiter Jesu Christi gewesen. Und deswegen heißt es auch in Vers 76, dass Johannes ein Prophet des Höchsten genannt werden wird und dass er vor dem Angesicht des Herrn hergehen wird. Denn in Jesus Christus ist die zweite Person der Dreieinheit Gottes auf die Erde gekommen. Und Johannes wird seinem Volk Erkenntnis des Heils geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden, so heißt es. Und die Ursache, dass es dieses Heil gibt, dass man wieder heil werden kann, ist die Barmherzigkeit Gottes, durch die uns besucht hat, der Aufgang aus der Höhe. Und das ist eine Umschreibung für den Messias, für den Rettergott,
der im Alten Testament angekündigt war und auf die Erde kommen sollte. Und was will der tun? Also Jesus Christus kommt, Vers 79, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Das ist eine biblische Umschreibung für, also die Finsternis verfinstert am Sinn, dass man in seiner Gesinnung verfinstert ist, wie wir das eben gelesen haben, dass Menschen Dinge tun, die verkehrt sind und sogar Freude daran haben. Und dann heißt es, dass er kommt, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Das ist das, warum Jesus Christus gekommen ist, um unsere Wege auf den Weg des Friedens zu richten. Das heißt, dieser Bibeltext, der zumindest gesprochen worden ist vor Jesu Geburt, der kündigt schon an, dass jemand kommt und dass es einen Weg gibt, auf dem Frieden zu finden ist. Und auch der Römerbrief kommt im Ursprung aus Gottes Feder und Gott weiß um unsere Schuld, aber Gott sagt, es gibt einen Weg des Friedens. Und deswegen, in meiner Bibel eine Seite weiter, in Lukas 2 verkündigen die Engel den Hirten auf dem Feld was? Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, den Menschen Gottes Wohlgefallen oder man kann auch sagen Gottes Wohlwollen, sein Entgegenkommen. Und das ist etwas, was sich dann durch das ganze Neue Testament immer wieder durchzieht. Der Paulus beginnt alle oder die meisten seiner Briefe mit den Worten Gnade und Friede dem Adressaten. Und in Epheser 2, Vers 14 heißt es, und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen. Zumindest in der neuen Luther-Übersetzung heißt es, das ist seine Botschaft gewesen, eine Botschaft des Friedens. Und wenn der Herr Jesus selber kam, als Gott in Menschengestalt, um Frieden zu verkünden, dann bin ich ganz sicher, dass wir diesen Frieden auch empfangen sollen. Dass du, der du heute Morgen hier sitzt, dass Gottes Gedanke für dich ist, ein Gedanke des Friedens und dass es Hoffnung gibt. Und damit machen wir weiter und schauen uns an, wie denn eine Seele Frieden finden kann, deren Frieden gestört ist durch Schuld. Und dazu gehen wir zurück nach Römer 2, also in diese Textstelle, die Schuld der ganzen Menschheit, also auch deine und meine, erklärt. Und dort lesen wir in Vers 4 Folgendes. Da heißt es, nachdem klar ist, wer du auch seist, der du richtest, dass du Schuld auf dich geladen hast, da heißt es, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Schaut mal an, was ein Gott, oder? Was ein biblischer Gott, dessen Reaktion auf diesen ganzen Dreck, der vorher aufgezählt ist, ist was? Es ist Güte, also das Wohlwollen, es ist Geduld und Langmut, keine vorschnelle Strafe. Und genau, und dann heißt es, und erkennst du nicht, was möchte Gott tun in seiner Güte? Er möchte dich zur Buße leiten. Buße bedeutet Umdenken. Und in dem Kontext, den wir eben betrachtet haben, kann man vielleicht auch sagen, es ist ein Rücktausch dessen, was der Mensch vertauscht hat. Der Mensch, der sich in die Autonomie begeben hat, soll Gottes Herrlichkeit wieder akzeptieren und seine Autorität ihn als Gott ehren. Leute, die Freude am Bösen haben, die sollen das Böse wieder böse nennen und sich in ihrer Haltung davon abkehren. Man soll den Maßstab Gottes und sein Urteil über sich wieder als gerecht anerkennen, mit Gott übereinstimmen gegen mich selbst und die Realität von Sünde gegen den heiligen Gott anerkennen, zu akzeptieren, dass ich einen Retter nötig habe. Buße heißt nicht, dass man schon alles in Ordnung gebracht hat oder schon alles vor Gott geregelt hat, aber vielleicht, um in Römer 1 zu bleiben, dass es heißt, Gott wieder als Gott zu ehren und ich denke auch ihm zu danken, das Weltbild zu richten mit ihm an der Spitze und je nach Reifegrad der Person, glaube ich, dass da auch diese grundsätzliche Bereitschaft zur Veränderung dazugehört. Umzudenken in Bezug auf Gott und sich selber. Und gleichzeitig verzweifelt der bußfertige Sünder nicht. Und das, denke ich, geht auch aus diesem Bibelvers hervor. Er erkennt an, dass es Gottes Güte ist, Gottes Wohlwollen, das zur Buße leitet, zur Umkehr. Und Umkehr ist nur deswegen möglich, weil Gott gütig ist,
und bußfertige Sünde annimmt. Und dann heißt es aber weiter, wer unbußfertig ist, der häuft sich selbst nur noch mehr Zorn an, weil er den Weg Gottes missachtet, den er bestimmt hat. Vor einigen Jahren bin ich mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sage ich nicht stolz, sondern beschämt. Zu der Zeit bin ich immer mit meinem Moped zur Schule gefahren. Und da hat man ja dieses Versicherungskennzeichen. Und in einem Morgen war ich ein bisschen unsicher, ob das noch gültig ist, weil das Versicherungsjahr anders ist als das Kalenderjahr. Ich glaube, es fängt im April an. Bitte? Ja, okay, ich dachte April, glaube ich. Auf jeden Fall war ich ein bisschen unsicher und habe gedacht, hatte meine Klamotten an, wollte das Auto zu Hause lassen. Ich setze mich auf mein Moped, fahre zur Arbeit. Und das erste Mal gewesen, dass ich von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden ist. Und dann steht dieser Polizist da und hat mich kontrolliert und sagte, wissen Sie, dass Sie eine Straftat begangen haben? Ich so, nein, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich komme so durch, maximal 15 Euro. Aber er hat gesagt, Sie haben eine Straftat begangen, nämlich gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das Pflichtversicherungsgesetz ist ein gutes Gesetz, was einfach besagt, dass jeder, der mit seinem Fahrzeug auf der Straße unterwegs ist, versichert sein muss für einen Schaden, den er möglicherweise anrichtet. Und das war eine bittere Erkenntnis für mich, eine Straftat begangen zu haben. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht in mein Führungszeugnis eingeht. Das hätte mich auch beruflich betroffen. Und das Ganze ist zu Ende gegangen, indem ich 80 Euro an die Fritz Busch Musikschule in Siegen bezahlt habe. Und das war eine Befreiung. Ich habe das wirklich gerne bezahlt. Und wenn die Notenständer davon gekauft haben, sehr, sehr gerne. Weil meine Anklage damit beseitigt war. Das war einfach fertig an der Stelle. Ich wusste nicht, was kommt. Und auch in Bezug auf unsere Schuld, die wir alle haben, in wahrscheinlich vielen dieser bösen Dinge, die ich eben aus Römer 1 vorgelesen habe, steht eine Anklageschrift gegen uns und die lässt sich allerdings nicht mit 80 Euro begleichen. Das ist viel, viel mehr. Ich habe eben schon vorgelesen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist das, was Gott uns vorhält, eine ewige Verdammnis. Das ist der Tod, von dem die Bibel hier spricht. Und man kann nicht deutlich genug sagen, wie furchtbar die Hölle ist. Die 90er-Kinder, vielleicht kennt ihr dieses Lied von den Toten Hosen, das ist lästerlich, aber es heißt Paradies. Ich will nicht ins Paradies, wenn der Weg dorthin so schwierig ist. Ich stelle keinen Antrag auf Asyl, meinetwegen bleibe ich hier. Wenn Wolfgang Petri irgendwas singt von wegen, warum bringst du mich in die Hölle? Das ist ein völlig verdrehtes Verständnis von dem, was es bedeutet, ewig verdammt zu sein. Ich möchte das ganz, ganz deutlich sagen. Die Hölle ist ein ganz furchtbarer Ort. Aber zum Glück gilt unser Bibeltext. Uns hat wer besucht? Der Aufgang aus der Höhe, der Morgenstern, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Und es ist Gottes Güte, die uns zur Buße leitet, um uns zu retten. Und in seiner Gerechtigkeit zuckt er nicht einfach mit den Schultern und sagt, Schwamm darüber, das war's, sondern er ist tatsächlich gerecht. Und diese Strafe im Sinne der Anklage wird ausgeführt. Es muss jemand sterben. Aber dieser jemand bin nicht ich, sondern dafür ist Jesus Christus gekommen. Und wir wechseln den Brief, aber nicht den Autor, und wir gehen in den Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 14. Da heißt es, könnt ihr vorne lesen oder aufschlagen, da heißt es, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift, also die Anklageschrift, ausgelöscht, die durch Satzung oder Gesetze uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Ja, und wer hing am Kreuz? Am Kreuz hing kein Zettel, oder? Kein DIN A4-Papier mit einer Anklageschrift, sondern dort hing Jesus Christus selbst, weil die Strafe für unsere Sünde auf ihn gelegt worden ist. Er hat sie an seinem eigenen Leib ans Kreuz getragen. Diese schönen Verse aus Jesaja 53, die wir sonntags morgens öfters lesen, da heißt es ja, er hat unsere Vergehungen getragen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Oder zu unserem Frieden, kann man auch sagen. Die Strafe für unsere Sünde hat Jesus Christus getragen. Von meiner Straftat gegen das Pflichtversicherungsgesetz, ich habe nie wieder davon gehört.
weil es bezahlt ist. Und von meiner Sünde werde ich nicht eingeholt werden, weil sie bezahlt ist. Weil Gott seine Liebe zu mir erwiesen hat, als Christus für mich gestorben ist. Er hat meine Schuld getragen. Und der Lohn der Sünde ist tatsächlich der Tod, aber es ist nicht mein Tod gewesen, es ist sein Tod. Und deswegen darf ich frei sein. Ja, er hat das aus dem Weg geschafft, heißt es, indem er sie ans Kreuz heftete. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Die Strafe, die bezahlt worden ist, die ist einmal bezahlt worden. Aber in dem Fall nicht von mir, obwohl ich sie verdient hätte. Und wenn meine Sünde die Ursache für meine Schuld ist und meine Schuld mir den Frieden mit Gott nimmt, den inneren Frieden, dann darf das Bezahlen dieser Schuld mir auch den Frieden wiederbringen. Und das haben wir eben auch in dieser Lukas-Stelle gelesen, wo es heißt, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Man darf wieder heil werden. Deswegen nennen wir den Herrn Jesus ja auch den Heiland. Römer 5, Vers 1, da steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und hier ist der Weg beschrieben, wie wir in den Genuss der Vergebung kommen, während wir in der Buße unsere Sündhaftigkeit und Verdammungswürdigkeit anerkennen, ergreifen wir im Glauben die Rettung Gottes. Wir vertrauen ihm. Nicht indem wir uns anstrengen, sondern indem wir das, was in Römer 2 steht, eben nicht tun, die Güte Gottes nicht verachten, sondern wir nehmen sie an für uns, tun das gehorsam, denn das ist der Weg, den Gott festgelegt hat, wie ein Mensch errettet werden kann. Wir nehmen an, dass Jesus Christus der Retter ist und wer das tut, der hat allen Grund, Frieden zu haben, denn für seine Schuld ist bezahlt worden. Und indem er glaubt, wird ihm das perfekte Opfer Jesu Christi angerechnet zu seiner Gerechtigkeit. Und so heißt es im Kolosserbrief ein bisschen weiter vorne, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. In Johannes 3 sagt der Herr Jesus, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird nicht gerichtet. Und die Worte am Kreuz, die wir heute Morgen gelesen haben, dass es ist vollbracht, das ist die Grundlage für unseren Frieden. Er hat die Strafe für unsere Sünde erlitten, den Tod, und dafür bin ich unendlich dankbar. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und dich sehnst nach Frieden mit Gott, dann darf ich diese Einladung aussprechen, tu Buße und glaube an das Evangelium. Nimm den Herrn Jesus, den Retter, an. Dann kann man Frieden haben. Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Punkten, nämlich, dass dieser Friede gestört werden kann. Und ich glaube, dass viele Christen, mich eingeschlossen, das schon erlebt haben. Und zwar kann dieser Frieden von außen gestört werden durch den Satan. Der Satan wird von Jesus als der Lügner, als der Vater der Lüge bezeichnet. Er ist ein Lügner von Anfang an gewesen. Die Unwahrheit ist in ihm. Und er verführt den ganzen Erdkreis. Der John Piper hat mal gesagt, dass unsere sündige Natur wie ein Willkommensschild ist, für den Satan uns heranzutreten. Und wir lesen auch in der Bibel von Menschen, zum Beispiel von dem David, der vom Satan gereizt worden ist, das Volk zu zählen und diese Sünde zu begehen. Oder im Neuen Testament lesen wir von Ananias, über den der Petrus dann sagt, warum hat der Satan dein Herz mit Lüge gefüllt? Und wir wissen nicht genau, wie er das tut, aber wir können sehen, dass er das tut. Und ich würde gerne zwei Lügen des Teufels, von denen ich meine, sie schon so gehört zu haben, einmal hier präsentieren. Und die erste ist, deine Sünde ist zu groß, was gleichbedeutend ist mit, ein Teil deiner Schuld ist nicht vergeben. Und das kann einem den Frieden nehmen, wenn man die Bibel ernst nimmt und an Gottes gerechtes Gericht über die Sünde glaubt, und man sich in der Position sieht, dass man denkt, ein Teil meiner Sünde ist nicht vergeben, das sollte einem den Frieden nehmen. Und ich möchte gerne fünf Gegenargumente gegen die Lüge des Satans
auflisten. Und dazu gehen wir nochmal zurück in den Kolosserbrief, zu dem Vers, den wir eben angeschaut haben, und lesen einen davor und einen danach. Und ich fange in dem Vers 13 an. Da heißt es: Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch, und das habe ich extra fett gedruckt, alle Übertretungen vergab. Und ich glaube, wenn die Bibel alle sagt, dann meint alle auch alle. Am Kreuz hat der Herr Jesus nicht irgendwie mit Tippex gestanden oder einem Cuttermesser, sodass er manche Sünden von der Anklageschrift entfernt hätte, sondern sie haben alle darauf gestanden und er hat sie alle mit ans Kreuz genommen und er hat für alle bezahlt. Und die Worte, es ist vollbracht, die drücken das aus. Mein zweites Argument. Mein drittes wäre, das klammert sich auch an diese Worte, es ist vollbracht. Die Errettung, die Jesus Christus schafft, die ist vollständig außerhalb von uns geschehen. Also als er den Tod für meine Sünde gelitten hat, da habe ich ja noch gar nicht existiert. Da war ich noch nicht geboren. Und am Ende dessen sagt er aber, es ist vollbracht, es ist fertig. Und das bedeutet, dass das Rettungswerk Christi ist einfach vollständig außerhalb von mir geschehen. Ich kann dem nichts hinzufügen. Es ist wirklich fertig. Mein viertes Argument klammert sich auch an die Worte, es ist vollbracht. Das Gericht am Kreuz hat einen Anfang und es hat auch ein Ende. Ein Mensch, der für seine Sünde in die ewige Verdammnis geht, der sühnt ewig für seine Sünden. Es ist nie zu Ende. Aber der Herr Jesus war nach 3 Stunden fertig, weil sein Blut so kostbar ist, weil er der Gottessohn ist. Das Gericht hat am Kreuz einen Anfang, aber auch ein Ende. Es ist abgeschlossen, weil sein Blut besser ist als das von den Böcken und Lämmern im Alten Testament, weil es heilig und kostbar ist. Beendet er das Gericht in diesen 3 Stunden und der Vater bestätigt, dass es fertig ist durch die Auferstehung Jesu Christi, von der wir heute Morgen auch gehört haben. Ein Vers, der vielleicht manchem schon Unruhe bereitet hat, ist aus dem Matthäusevangelium 12, Vers 31, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Alle Sünden werden den Menschen vergeben werden, sogar Lästerungen, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist, die wird nicht vergeben werden. Und meines Erachtens ist die Sünde gegen den Heiligen Geist, eigentlich haben wir davon heute Morgen schon mal gelesen, in Römer 2, nämlich die Güte und Langmut Gottes zu verachten, den Rettungsweg auszuschlagen, den er bereitet hat. Die Tür ist weit offen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Aber wenn du diesen Weg ausschlägst, wenn du die Güte Gottes missachtest, die dich zur Buße leitet, dann häufst du dir nur noch mehr Zorn auf für den Tag des Gerichts. Eine weitere Lüge Satans könnte sein, du kannst kein Kind Gottes sein, weil du immer wieder sündigst, weil du immer wieder in die gleichen Sachen fällst, von denen du weißt, dass sie böse sind. Aber ich denke, dass, oder genauso wenig wie deine guten Werke dich zu einem Christen machen, machen deine Sünden dich wieder zu einem Nichtchristen. Die Gnade, die dir bei deiner Bekehrung vergibt, die vergibt dir auch in deinem Leben als Kind Gottes. Und wichtig ist mir zu betonen, dass das kein Freifahrtschein für die Sünde ist, dass man deswegen nicht machen kann, was man möchte. Ich glaube, wer in der Buße so diesen Charakter der Sünde, wie eben beschrieben, erkennt, der wird die Sünde nicht einladen ins Leben, denn niemand liebt eine Krankheit, die ihn tötet, oder? Wenn ich erkannt habe, dass die Sünde mich tötet, dann habe ich, genau, wie zu einer Krankheit diese Einstellung, dass da werde ich von abrücken wollen. Ich werde keinen Gefallen daran haben, sie in mein Leben einzuladen. Und ja, Christen können sündigen und sie können auch fallen, auch immer wieder. In 2. Petrus steht sogar, dass sie die Reinigung von ihren Sünden vergessen können und dementsprechend handeln. Aber ihre Einstellung dazu hat sich durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist grundsätzlich verändert. Und bei diesen Versen aus Johannes 3, die ich eben gesagt habe, da heißt es, wer die Finsternis mehr liebt als das Licht,
der ist schon gerichtet. Das ist ein Kennzeichen fürs Verlorensein, nämlich eine Liebe zu den Sünden. Da heißt es, jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke aufgedeckt werden. Und umgekehrt, wer unter der Sünde in seinem Leben leidet, die jeder von uns hat, der befindet sich in einer Werkstatt, und zwar in wessen Werkstatt? Des Heiligen Geistes. Und er heißt ja der Tröster und der Beistand. Und interessant, oder? Dass derjenige, der Tröster und Beistand heißt, dass der dieses gute, aber doch schmerzhafte Werk der Überführung von Sünde übernimmt. Und jetzt schaut mal hier, der letzte Vers aus diesem Kolosserabschnitt. Ich lese den Vers 14 nochmal mit dazu, ab der Mitte. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Also, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und ich glaube, die Herrschaften und Gewalten, die entwaffnet sind, denke ich zumindest, dass das der Teufel und seine Dämonen sein können, die haben nichts mehr gegen uns. Denn die Schuld ist bezahlt worden im Kreuzestod Jesu Christi. Wenn du dich heute Morgen angefochten fühlst vom Satan, dann wünsche ich dir, dass du die Waffenrüstung Gottes ergreifst, den Gürtel der Wahrheit, den Helm des Heils, das Schild des Glaubens, das Schwert des Geistes, und dass du der Lüge mit Gottes Wahrheit widerstehst und dass es dich frei macht und dass der Satan ablässt von dir, weil da einfach eine Mauer von Wahrheit dich umgibt. Damit kommen wir zum letzten Teil, nämlich der Friede kann von innen gestört werden. Und die Bibel verwendet das Wort nicht, aber ich möchte über Selbstverdammnis sprechen, sich selber Sünde immer wieder vorzuhandeln. Und ich glaube, dass das auch in unserer Mitte auftaucht. Denn in diesem Vers, lesen wir gleich zusammen, da redet der Apostel, der große Apostel Johannes davon, dass sein Herz ihn verurteilt. In der vorletzten Zeile steht das. Und wir formulieren das schon mal in den Worten, ich kann mir selber nicht vergeben. Und dabei denken wir, glaube ich, nicht ernsthaft, dass wir in der Lage wären, uns selber zu vergeben, also unsere Vergebung selber zu kreieren. Aber das heißt, dass man nicht davon ablassen kann, sich seine Sünde immer wieder als schlimm vorzuhalten. Und davon redet auch dieser Vers. Kurz für den Zusammenhang. Davor redet der Johannes über die Bruderliebe und sagt, dass wir uns in Tat und in Wahrheit lieben sollen. Und dann greift er den Gedanken der Wahrheit hier wieder auf. Ich lese vor 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, da ist die Selbstverdammnis, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Also Johannes erklärt, es gibt ein Kennzeichen, dass wir aus der Wahrheit sind, und das gleiche Kennzeichen hilft uns, unsere Herzen vor Gott zu stillen. Also es gibt eine Sache, die lässt uns erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir Christen sind, und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Und das ist die Tatsache, dass Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Und das klingt erstmal nicht so plausibel, oder? Denn gerade das Wissen um unsere Sünde ist doch das, was uns beunruhigt. Und Johannes argumentiert aber so, dass Gott einen Wissensvorsprung besitzt, mit dem wir unser Herz beruhigen können. Also was weiß Gott also, was ich nicht weiß, und was lässt ihn größer sein als mein Herz? Versuche eine Erklärung, von der ich denke, dass sie stimmig ist. Gott weiß um meine Sünde, ganz konkret, viel besser als ich. Er kennt sogar die Motivation, aus der heraus ich gehandelt habe. Das dient erstmal nicht zur Beruhigung, oder? Gott kennt meine Sünde aber auch aus einer anderen Perspektive. Der Vater kann sagen, und das kann ich nicht sagen, der Vater kann sagen, ich habe das Gericht über meinen Sohn Jesus Christus gesehen. Ich habe sein Blut gesehen und zur Sühnung angenommen.
Der Herr Jesus, der kann über meine Sünde sagen, dass er weiß, wie sich die Strafe für meine Sünde anfühlt. Das kann ich nicht sagen. Aber das kann mich beruhigen. Alles zu wissen bedeutet für Gott nicht nur den Schuldschein zu kennen, sondern auch zu wissen, dass die Strafe, nämlich der Tod, bezahlt worden ist im perfekten Opfer Jesu Christi. Und das kann dir und mir eine ganz große Freiheit verschaffen. Mit diesem Wissen kann ich mich auf der einen Seite der vollen Verdammungswürdigkeit meiner Sünde und meiner Schuld stellen, sagen, dass meine Schuldgefühle berechtigt sind und dem gerechten Urteil Gottes entsprechen. Aber gleichzeitig darf ich mich in die gnädigen Hände Gottes fallen lassen. Und wer das tut, nämlich glaubt, das ist doch derjenige, der aus der Wahrheit ist, oder? Damit schließt sich der Kreis. Wenn du das für dich annimmst, wenn du glaubst, dass Jesus Christus als Retter in die Welt gekommen ist und dass er gelitten hat für die Sünde der Welt, wenn du das glaubst und im Glauben annimmst, dann bist du aus der Wahrheit. Und diese Wahrheit ist auch in der Lage, dein Herz vor ihm zu stillen. Und vielleicht sagst du aber, meine Sünde, die ist so schlimm, die redet so laut, jeden Tag zu mir, lauter als das Blut Abels. Aber dann kann Christus sagen, das stimmt, das Blut Abels redet laut, aber mein Blut redet lauter. Du kannst und du sollst jetzt still sein, denn es ist vollbracht. Und so möchte ich dich ermutigen, abzulassen, dir deine Sünde immer wieder selber vorzuhalten. Denn Christus hat dafür gelitten. Die Antwort auf alle drei Themenfelder, die ich heute Morgen aufgemacht habe, ist immer die gleiche. Nochmal aus Epheser 2. Er ist gekommen, um unsere Füße der Lukas-Stelle, er ist ja gekommen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. In Epheser 2, da steht, er ist unser Friede. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also er kommt, um unsere Füße auf einen Weg des Friedens zu richten, der er selber ist. Und somit ist die Antwort auf berechtigte Schuldgefühle der gekreuzigte Christus. Die Antwort auf die Anklagen des Teufels, die Antwort ist der gekreuzigte Christus, sein Opfer. Die Antwort auf das sich selbst verdammende Herz ist der gekreuzigte Christus. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gesegnetes Jahr 2024. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr im perfekten Opfer Christi ruht, dass ihr frei seid. Ja, Gnade und Friede mit euch. Und wenn wir gleich ein Lied singen, vielleicht möchtest du deinen Kopf neigen, möchtest beten oder nach der Gemeindestunde noch auf jemanden zukommen und einfach die Dinge vor Gott bringen und um seinen Frieden bitten. Ich möchte euch gerne ermahnen, im besten Sinne, mit einem Vers aus der Apostelgeschichte, aus Apostelgeschichte 13, und damit dann auch schließen. Den Vers 43, da heißt es, nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, wobei zu bleiben? Bei der Gnade Gottes zu bleiben, denn darin ist Frieden zu finden. Amen.